Heute zeigen wir euch zwei Einsteiger-Kamera-Setups für Videos. Das ganze Video hier ist in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil findet ihr auf dem Kanal von TooReview und den zweiten Teil auf meinem Kanal. Im ersten Teil auf dem Kanal TooReview zeigen wir euch, warum wir uns erstmal für die G70 entschieden haben. Und dann zeigen wir euch auch noch ein Setup für die Leute, die Reviews aufnehmen wollen. Also falls ihr den ersten Teil auf dem Kanal von TooReview noch nicht gesehen habt, solltet ihr ihn auf jeden Fall auch noch auschecken. In meinem Teil des Videoprojekts geht es um ein Kamerasetup, das sich besonders fürs Vloggen bzw. Reisen eignet. Dabei kam es uns darauf an, dass das Setup ein weitwinkliges Objektiv beinhaltet, sodass man ganz viel rauf bekommt. Zudem sollte das Setup auch noch Run and Gun funktionieren, was durch eine weite Zoom-Range und recht schnellen Autofokus ermöglicht wird. Dann war es uns auch noch wichtig, dass man eine gute Tonqualität hat und dass man das ganze Equipment, während man gerade reist, gut verstauen kann. Auch dieses Setup basiert auf der Panasonic Lumix G70. Wenn du mehr erfahren möchtest, wieso wir uns genau für diese Kamera entschieden haben, schau doch mal in den ersten Teil auf meinem Kanal vorbei. Im Gegensatz zum Review-Setup haben wir hier drei Objektive für dich rausgesucht. Einfach aus dem Grund, weil man für Travel- und Vlog-Aufnahmen ganz unterschiedliche Ansprüche haben kann. Das erste Objektiv, welches wir dir wärmstens empfehlen können, ist das 14 bis 140mm Objektiv von Panasonic. Es ist zwar nicht so offenblendig wie andere Objektive, allerdings bietet es dir eine sehr gute Zoom-Range, was es perfekt für Einsteiger macht. Allerdings ist es mit rund 600€ doch recht teuer und somit nicht für jeden etwas. Das zweite Objektiv ist dann das 12 bis 60mm. Das Objektiv kostet nur 330€, ist sogar noch etwas weitwinkliger, was vor allen Dingen zum Vloggen praktisch ist, hat dafür aber eine nicht so super weite Zoom-Range. Wenn ihr es aber wirklich günstig haben wollt, gibt es auch immer noch das 14 bis 42mm. Das kostet nämlich gerade mal 200€. Das Objektiv ist aber nicht so weitwinklig und hat auch keine so eine gute Zoom-Range, sodass es wirklich nur für die Leute gedacht ist, die wirklich Geld sparen wollen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man mit dem Objektiv keine guten Ergebnisse erzielen kann. Und zudem ist es auch noch das kleinste der drei Objektive, was natürlich auch zum Vloggen bzw. Reisen immer sehr erwünschenswert ist. In allen anderen Kategorien wie Blende, Bildstabilisator und so weiter sind die Objektive aber wirklich alle identisch. Nur das 14 bis 42mm ist ganz leicht unschärfer, was aber wirklich nur die wenigsten mitbekommen werden. Wir können euch das 12 bis 60mm am meisten empfehlen, einfach weil es das weitwinkligste der drei Objektive ist und zudem ist die Zoom-Range auch noch ganz okay. Und es liegt preislich in der Mitte. Eine weitere Sache, die wir einfach mal erwähnen wollten, sind Vintage-Objektive. Das sind Objektive, die schon einige Jahre auf dem Kasten haben, allerdings immer noch eine sehr gute Bildqualität bieten. Diese bekommt man schon für rund 35 bis 50€ bei eBay und das ist auf jeden Fall ein mega Angebot. Und was ist jetzt der Nachteil? Ja, ganz einfach. Die Objektive sind aufgrund ihres Alters natürlich voll manuell. Das heißt, man muss manuell Fokus ziehen und auch manuell die Blende einstellen. Außerdem haben sie keine Bildstabilisierung, was sie auf jeden Fall für Run-and-Gun-Aufnahmen oft schon etwas schwieriger macht. Hat man sich allerdings etwas ins manuelle Filmmaking eingearbeitet oder versteht schon etwas davon, dann ist das auf jeden Fall auch eine Alternative. Natürlich dann aber eher für cinematische Travel-Aufnahmen als für Vlogs, da ja natürlich kein Autofokus vorhanden ist und so Vloggen doch relativ schwierig ist. Wenn du solche Objektive an der Panasonic Lumix G70 nutzen möchtest, brauchst du so einen kleinen Adapter. Dieser kostet gerade mal 15€ und somit ist es auf jeden Fall eine super Alternative, wenn du dich mit Filmmaking schon etwas auseinandergesetzt hast. Und genau das können wir dir auch eigentlich nur wärmstens empfehlen, denn erst durch das Lernen der manuellen Kameraeinstellung kannst du das volle Potenzial aus deiner Kamera herausholen. Mit Automatik kann man zwar erstmal sehr gut arbeiten, allerdings wenn man sich dann weiterbilden möchte, sollte auf jeden Fall das manuelle Filmmaking sitzen. Kommen wir aber mal nun zum Zubehör. Um einen Rucksack oder eine Fototasche wird man beim Reisen bzw. Vloggen wohl nicht herumkommen. Wir haben uns hier für den 30€ teuren Amazon Basics Kamerarucksack entschieden. Das Stück ist ein echter Klassiker. Es passt das ganze Setup gefühlt zweimal rein und man hat dann immer noch Platz für normales Gepäck oder auch für zukünftige Investitionen. Das Mikrofon ist dann auch hier das Rode Video Micro. Auch das Stück ist ein absoluter Klassiker. Es kostet gerade mal 45€, ist wirklich sehr kompakt und hat eine gute Tonqualität. Natürlich sollte eine SD-Karte jetzt auch nicht fehlen. 64 GB sollten hier für dich völlig ausreichen, auch für 4K-Aufnahmen. Außerdem können wir dir noch ein kleines Mini-Stativ empfehlen. Hiermit kannst du dann zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen machen oder auch im Vlog-Setup besser deine Kamera von dir entfernt halten. Das ist dann natürlich besonders sinnvoll, wenn du zum Beispiel ein 14mm Objektiv hast, welches nicht ganz so weitwinklig ist. So, und jetzt gibt es auch noch einmal einen kleinen Mini-Vlog, damit ich euch einfach mal das ganze Setup hier so gut wie möglich nochmal praktisch demonstrieren kann. Ich filme jetzt hier gerade auf der G70, wer hätte es gedacht, mit einem 14 bis 42mm Objektiv.
Das heißt, es ist nicht so ultra weitwinklig. Und dazu habe ich noch oben auf der Kamera das Rode Video Micro. Zudem habe ich dann auch noch eins von diesen Vintage-Objektiven dabei. Und das Objektiv werde ich jetzt auch mal ein bisschen einbringen. Aber ich würde sagen, damit ich euch jetzt auch noch einmal die Bildqualität hier demonstrieren kann, gibt es jetzt auch noch mal eine kleine cinematische Sequenz. Viel Spaß! Ich filme nämlich gerade hier einen Zeitraffer von der Kulisse hier. Und eine Sache, die wirklich sehr schön an der G70 ist, ist, dass es einen eingebauten Zeitraffermodus gibt. Das heißt, dass die G70 automatisch, sagen wir mal alle 2 Sekunden, ein Foto aufnimmt, sagen wir mal jetzt 200 Mal, und das dann am Ende zu einem Video zusammenfügt. Das ist wirklich viel leichter, als würde man ein Video aufnehmen und das dann im Schnitt schneller machen. Und das ist halt ein Feature, was zum einen nicht jede Kamera hat, was aber auch zum anderen zum Vloggen wirklich sehr, sehr praktisch ist. Aber ich würde sagen, jetzt zeige ich euch erstmal die Zeitraffer. Viel Spaß! Aber ja, dann war es jetzt auch mal wieder mit diesem Video. Wenn du den ersten Teil des Videoprojektes noch nicht gesehen hast, dann kannst du das jetzt ganz schnell da oben nachholen. In dem Video von To Review geht es um ein Kamerasetup, was sich primär für Reviews eignet. Und wie immer würden wir uns darüber freuen, wenn ihr unsere Kanäle unterstützt, indem ihr vielleicht einfach nur mal ein Abo dalasst. Ciao.